Heute werden wir uns mal wieder sehr, sehr nice Neuigkeiten anschauen. Vergesst aber nicht, wie gewohnt, davor zu liken und zu abonnieren. Danke für euren Support. Wir stehen wirklich kurz davor, die 130.000 Abonnenten auf YouTube zu knacken. Deswegen, falls ihr nicht abonniert habt, dann checkt gerne ab, ob euer Abo noch fehlt. Jetzt haben wir hier eine sehr interessante Neuigkeit zu den V-Bucks. Denn ihr wisst es ja, hier unten, dieses Bundle gab es ja, ich glaube, seit 2 Tagen jetzt im Shop. Hier gab es einen kleinen Fehler und zwar unter meiner Facecam steht 1000. Wo der Fehler da war, stand da 1500. Und diejenigen, die sich das Ganze mit dem Fehler gekauft haben, bekommen ja 500 V-Bucks Entschädigung. Ich habe aber gehört, dass sogar 24 Stunden nachdem das Ganze behoben worden ist, einige von euch sich das Ganze gekauft haben und trotzdem diese 500 V-Bucks als Entschädigung bekommen haben. Deswegen, falls ihr das Bundle gekauft haben solltet, dann startet mal Fortnite. Eventuell seid ihr diejenigen, die 500 V-Bucks oben drauf bekommen. Finde ich sehr, sehr cool. Schade, dass ich es mir nicht gekauft habe. Ich dachte mir, ja, wo der Fehler drin war, Epic Games gönnen uns eh keine 500 V-Bucks, kaufe ich nicht. Aber wer wirklich das mit dem Fehler gekauft hat und die 500 V-Bucks bekommen hat, GGs, ihr habt echt ein gutes Bundle erwischt. Dann haben wir hier eine weitere Neuigkeit, Crew Bundle für den November. Das Ganze kommt am 1. November in den Shop. Skin, muss ich sagen, fühle ich nicht wirklich. Auf der Karte als Boss finde ich ihn schon cool so an sich, aber so hier finde ich den jetzt nicht nice. Backpack. Irgendwie machen die Skins sehr, sehr viel Auge. Sehr viel Auge. Morgen kommt auch ein neues Bundle in den Shop. Schauen wir uns auch gleich an. Macht auch brutal viel Auge. Also hier das Backpack fühle ich nicht. Skin gibt von mir eine 5 von 10 Punkten. Dann das Backpack. Oder ist das ein Backpack? Ah ne, das ist ja hier das Backpack. Das hier, was soll das hier sein? Sind, glaube ich, seine Haare. Spitzhacke fühle ich nicht. Das Beste, finde ich, sind die V-Bucks. 1000 V-Bucks und den Battle Pass für die nächste Season. Oder Chapter 4. Season 1, wissen wir nicht. Mal schauen, was uns erwarten wird. Ladebildschirm finde ich somit am besten. Jetzt kommen wir mal dazu, was morgen in den Shop reinkommen wird. Und zwar dieser Skin, der extrem, extrem viel Auge macht. Der kommt morgen in den Item Shop und so sieht das komplette Bundle aus. Einmal hier der Skin mit dem Backpack. Lackierung finde ich nicht nice. Lackierung fühle ich gar nicht. Spitzhacke finde ich cool. Backpack finde ich nice. Skin finde ich somit am besten. Alles macht Auge. Selbst die Lackierung macht totes Auge. Backpack macht großes Auge. Und hier sehr viel Auge, sehr, sehr viele Augen. Also irgendwie, dieses Jahr Halloween, machen die Skins echt ständig Auge. Also wie gesagt, hier macht Auge, sehr, sehr viel Auge. Macht doch mal eure Augen auf und schaut mal nach, ob mein CC bei euch im Fortnite-Shop drin ist. Falls ein anderer drin sein sollte, gar kein Problem. Falls ihr mich aber supporten wollt, einfach Ferjus YT eingeben. Kuss geht an der Stelle raus. Und es war es dann auch hier schon mit den ganzen kurzen, knackigen Infos.